Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um meine erste Periode nach der Geburt. Ja, aus gegebenem Anlass, sage ich mal, denn es ist bei mir soweit gewesen. Ich habe ja tatsächlich gar nicht damit gerechnet, aber ich würde sagen, ich erzähle euch einfach mehr in diesem Video. Viel Spaß! Wie gesagt, aus gegebenem Anlass, es war jetzt bei mir so weit und zwar, die Kleine ist jetzt fast 11 Monate alt. Ja, also 11 Monate nach der Geburt habe ich jetzt meine erste Periode bekommen. Ich habe damals im Wochenbettvideo erzählt, dass ich denke, dass ich schon meine erste Periode hatte. Aber ich denke, dass man einfach noch so kleine Reste vom Wochenfluss. Auf jeden Fall hatte ich jetzt meine erste richtige Periode, wo ich wirklich sage, okay, das ist meine richtige Periode, so kenne ich sie und konnte es also auch direkt zuordnen. Ja, vorab möchte ich euch natürlich darauf hinweisen, ich bin keine Ärztin und alles, was ich erzähle, sind nur meine Erfahrungen. Heißt nicht, dass es bei euch auch so sein muss. Und genau, nicht, dass ihr euch da irgendwie ein Beispiel an mir nehmt. Ich wollte heute eben einfach nur erzählen, wie es bei mir war, weil da ganz schön viele Fragen auf Instagram zukamen. Und genau, deswegen wollte ich da jetzt ein bisschen drüber sprechen mit euch. Ja, die erste Frage natürlich, die ich mir selber auch gestellt habe, wie ist das überhaupt mit dem Stillen jetzt? Also, ich stille ja noch, auch noch relativ regelmäßig. Also, es ist nicht, dass wir jetzt nur noch einmal am Tag stillen oder so, sondern wir stillen noch relativ häufig. Und trotzdem habe ich jetzt meine Periode bekommen. Ich habe auch nicht irgendwie weniger gestillt kurz vorher. Ich habe nicht mehr gestillt. Also, ich habe einfach genauso gestillt wie immer. Und ja, da ist jetzt einfach die Periode gekommen. Ganz plötzlich. Ja, wie gesagt, ich habe da mal noch gar nicht gerechnet. Ja, also es geht auch trotz Stillen. Ich habe natürlich ganz viel gegoogelt, weil ich einfach auch sehr, sehr fertig war, muss ich sagen. Also ich habe wirklich 3 Tage wirklich echt gegrübelt und mich so schlecht gefühlt, weil ich dachte, ich habe zu wenig gestillt, ich produziere zu wenig Milch, ich habe mir wirklich ganz, ganz viel Stress gemacht und habe gegoogelt und habe dann natürlich auch herausgefunden, dass es ganz normal ist, dass man eben auch beim Stillen die Periode bekommen kann. Stillen ist eben kein Verhütungsmittel. Klar, sie ist jetzt 11 Monate ausgefallen, die Periode. Das hat auch mit dem Stillen zu tun, einfach durch die Hormone. Aber es geht natürlich auch, dass man einfach die Periode bekommt, auch wenn man stillt. Und man kann ja auch Kinder bekommen, wenn man stillt. Das ist auch möglich und das haben ja auch viele Frauen schon bewiesen, sage ich mal. Ja, also nochmal, ne, Stillen ist kein Verhütungsmittel und auch trotz Stillen kann man die Periode bekommen. Und ja, macht euch da auch nicht verrückt, falls ihr sie bekommt, nicht so wie ich. Also ich habe mich da echt total verrückt gemacht. Ja, dann natürlich die Frage, wie? Wie stark war sie? Wie hat es sich angefühlt? Bla bla bla. Interessiert, glaube ich, auch einige. So die erste Periode nach der Geburt. Ja, was soll ich sagen? Ich habe wirklich große Angst davor gehabt, weil viele immer sagen, die ist total stark, die tut total doll weh. Und mit jedem Kind wird die Periode schlimmer. Das wurde mir erzählt. Ich habe natürlich echt Angst gehabt und dachte, oh shit, was kommt denn da jetzt auf mich zu? Ich habe ja nur den Wochenfluss im Hinterkopf gehabt, ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sie war so easy, wirklich. Also, ich habe wirklich gedacht, wow, da muss doch noch was kommen oder war es das jetzt? Also, meine Periode ging ungefähr 5 Tage lang. Den Rhythmus hab ich schon immer. Also, ich hatte auch vor der Schwangerschaft immer 5 Tage. Also das ist bei mir einfach immer so geblieben. Dann, was sich aber verändert hat, ich hatte vor der Schwangerschaft extrem viel Blut. Also ich hatte wirklich extreme Blutungen und ich habe sehr viel Blut verloren. Hatte dann auch sehr oft Kreislaufprobleme und mir wurde immer schwarz vor Augen, wenn ich meine Periode hatte. Aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, das war so wenig. Also
Ich konnte erst gar nicht glauben, dass es wirklich meine Periode ist. Also ich musste da wirklich erstmal ein bisschen nachdenken, ob es das wirklich ist oder ob ich da irgendwas anderes habe oder. Ja, Unterleibsschmerzen hatte ich gar nicht. Also eigentlich ist es bei mir so, dass ich mich mit Krämpfen und so einfach nur ins Bett lege und Wärmekissen und so. Also das war bei mir immer damals ganz schlimm. Ich bin auch teils gar nicht in die Schule gegangen, weil es einfach nicht möglich war. Ja, aber da habe ich gar nichts. Also ich hab das nicht gespürt, als ich sie bekommen habe. Damals hatte ich immer, also vor der Schwangerschaft hatte ich immer ein paar Stunden vorher ganz, ganz tolle Unterleibsschmerzen. Da wusste ich ganz genau, okay, jetzt kommt meine Periode. Wie war sie? Habe ich jetzt erzählt. Dann geht es natürlich weiter. Jetzt wissen wir, mein Körper ist bereit für ein nächstes Kind. Wie verhüten wir eigentlich? Das werde ich auch ganz oft auf Instagram gefragt. Also, natürlich ist die Verhütung schon seit der Geburt ein Thema bei uns und wir verhüten auch schon seit der Geburt. Und wir verhüten auch immer. Also es gibt da keinen Zeitpunkt, wo wir sagen, okay, komm, scheiß drauf, sondern es geht wirklich, ne, immer. Und wir verhüten derzeit mit Kondom. Ich war ja damals beim Frauenarzt zur Nachuntersuchung und dort haben wir eigentlich besprochen, okay, wie ist das eigentlich mit der 3-Monats-Spritze? Da habe ich gesagt, ja, machen wir, kein Problem. Und ich sollte dann wiederkommen, wenn ich meine erste Periode habe. Hatte ich ja jetzt. Ich bin nicht zum Frauenarzt gegangen. Einfach aus dem Grund, weil ich mich dagegen entschieden habe. Ich möchte meinem Körper einfach keine unnötigen Hormone zuführen. Ich habe total Probleme mit der Pille gehabt. Dazu kann ich gerne mal anders nochmal mehr erzählen. Aber es wird die Pille und auch irgendwelche anderen Hormone einfach nie wieder in meinem Leben geben. Und deswegen haben wir uns ganz klassisch für das Kondom entschieden. Und seit der Geburt verhüten wir mit dem Kondom. Es klappt super, es gibt keine Probleme. Und ich denke, wir werden auch erstmal dabei bleiben. Und irgendwann dann eventuell eine andere Lösung finden. Thema Spirale habe ich mir schon Gedanken gemacht. Möchte die Frauenärztin leider nicht vor, ich glaube, 20 oder 22 setzen. Also meine Frauenärztin zumindest nicht. Und ja. Ich habe da auch im Moment, auch, wie gesagt, gar keine Probleme mit Verhüten mit Kondom und es passt alles super. Ja, dann wollte ich als letztes Thema natürlich noch den Kinderwunsch ansprechen. Also, ja, wie ist das? Haben wir noch Kinderwunsch? Wie sieht das aus und so? Und ich kann natürlich ganz klar dazu sagen, danke, dass du mein Handy runter bist, mein Schatz. Der Kinderwunsch ist da, also ganz klar. Bei mir sehr, sehr ausgeprägt. Aber das heißt nicht, dass jetzt in nächster Zukunft ein Kind kommen wird, sondern wir haben einen perfekten Zeitpunkt dafür gefunden und werden uns, denke ich, auch daran halten. Mal schauen, wer weiß, wie es dann ist. Und ja, vielleicht ist es dann auch ganz anders. Aber das war es auch. Das wollte ich euch so darüber erzählen. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wie das bei euch war, die erste Periode nach der Schwangerschaft, nach der Geburt und ja, wie es euch dabei geht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin glücklich auf der einen Seite, dass mein Körper einfach wieder normal ist, sich regeneriert hat und ja, dass alles wieder funktioniert. Aber natürlich ist es auch irgendwie komisch und neben dem Stillen. Ja, weil viele ja auch immer sagen, die Milch schmeckt anders, das Kind stillt eventuell nicht mehr dann, wenn man die Periode hat. Aber da hatten wir auch gar keine Probleme. Also die Kleine hat das, glaube ich, gar nicht gemerkt, habe ich das Gefühl gehabt. Also sie hat genauso getrunken wie immer. So, meine Lieben. Und ich muss jetzt auch gleich die Kleine wieder beschäftigen und wir müssen auch noch Mittagessen machen. Deswegen wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!